So, diesmal ist es ein IQ-Test von Süddeutsche Zeitung, keine Ahnung. Ja, das sind ein paar Beispiele. Dieser IQ-Test, der ist ein bisschen seriöser, finde ich. Ich mache den jetzt mal. So, Dienstag, Mittwoch, April. Mai. Ja. Hier, dort, nah, fern. Müller, Korn, Friseur, Haare. Nee, warte. Müller, Korn, Friseur, Haare. Vergessen neulich, übermorgen demnächst. Technik, Fortschritt, Natur, Evolution, Haus, Schloss, Zimmer, Saal, gestern erinnern, morgen erwarten, Hose, Anzug, Rock, Kostüm, okay, Zunge, salzig, Auge, okay, das ergibt irgendwie jetzt keinen Sinn, Zunge, salzig, Auge. Salzig ist so Geschmacksknospen. Also, so, ja. Das ist so Geschmack. Und Auge, das kann ja sehen. Deswegen müsste es bunt sein. Ja. Beamter, Lehrer. Baum, Tanne. Keine Ahnung. Reparieren, Zangen. Musizieren. Kann nicht Instrument sein, weil das ja auch, da müsste es hier Werkzeug heißen, deswegen ist das Harfe. Farbe, Finsternis, Gewicht. Hä? Okay, Farbe, Finsternis. Also richtig dunkle Farbe und Gewicht. Entweder richtig schweres Gewicht, also Masse. Oder richtig leichtes Gewicht, also Schwerelosigkeit. Ich nehme mal das. Okay. Urwaldpark, Fluss, Kanal oder Bach? Ich nehme mal Kanal. Okay. Tod, Krankheit, Wassermangel. Okay. Durch eine Krankheit folgt der Tod. Durch was folgt der Wassermangel? Wahrscheinlich. Durch die Trockenperiode? Keine Ahnung. Tier, Gefäß, Pferd. Also irgendwie ergibt nur das Sinn. Was hat. Hä? Keine Ahnung. Irgendwie gab gar nichts Sinn. Kälte, Verrat, Wärme, Reue, Freundschaft oder Loyalität. Ich glaube eins von den zwei. Ich gehe mal davon aus. Ah. Realität. Schwarz, hoffnungslos. Grau, skeptisch. Unwetter, Böe, Besinnung. Erstmal, was hat Unwetter mit Besinnung zu tun? Vielleicht, aber Unwetter, das ist so richtig so doof. Besinnung, oder ja, eine Böe. Und Besinnung, das ist eher so Meditation. Okay, keine Ahnung. Okay, okay, das waren nur Beispiele, ups. Okay, fangen wir mal an. Das ist einfach.
Das ist auch einfach. Das zeigt drauf, das zeigt drauf, das zeigt drauf, das zeigt drauf, das nicht. Das ist auch einfach. Das ist auch, das ist eine andere Art von Winkel. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das da. Okay. Das sieht man eigentlich direkt. Okay, hier habe ich jetzt keine richtige Ahnung. Hier zeigen zwei in der gleichen Richtung und zwei in der andere, in jeweils andere Richtung. Da zeigen alle in andere Richtung. Da aber auch. Da auch. Und da auch. Das heißt, das muss sein. So. Welche Figur passt jetzt nicht? Das sieht man. Hä? Warum das? Also warte, ups. Ja gut, das kann ich mir trotzdem nicht erklären. Egal. Das und das sind sie. Und das? Ich glaube, das ist es. Okay, ich hinterfrage es jetzt nicht. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass C falsch ist, aber kann es mir noch nicht so richtig erklären. Okay. Liegend, liegend, stehend, liegend, liegend, stehend, 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 liegend, 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 stehend, liegend, liegend, stehend. Ja, C. Okay. Es gibt von allem immer eins. Aber da ist es eine andere Reihenfolge. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Die zeigen so ziemlich nach innen. Drei zeigen nach innen, das eine zeigt eher nach außen. Das ist. Okay, nee, das ist keine Ahnung. Liegen auf jeden Fall alle. Die zwei dort, eins dort, eins dort. Eins dort, zwei dort. Ein, zwei dort, zwei dort. Ja, zwei dort, zwei dort, zwei dort. Das hier muss falsch sein. Okay, da ist es eigentlich. Ich denke mal. Das hier ist halt irgendwie am herausstechendsten. Vielleicht ist es ja. Ich will erst mal sehen. Ich will erst mal gucken. Die kreuzen sich miteinander. Das. Ja, ich klicke einfach mal an. Weil alle, die sich kreuzten, waren immer schwarz und alle, die. Aber das war schwarz, aber hat sich nicht gekreuzt. Genau. Oh, achso, das ist nur ein Beispiel. So, mir doch egal. Okay, 6 geteilt durch 2. Keine Ahnung, und hier dann plus 6. Ich könnte erstmal so anfangen wollen. 7, 8. Kommt 1. Ja, stimmt sogar. Und 2, 4, 6, 3 und dann plus 10 und weiter. Nächste Aufgabe. Ich mache hier erstmal eine 8 hin. Plus meine 9, dann plus 1. 9 durch 3, 3. Dann haben wir hier plus 2. Dann müssen wir hier. Ich glaube, jetzt müssen wir hier. 18 rausbekommen, genau. Das heißt 7, 14, 21, 6, 12, 18. Weiter.
Machen wir jetzt auch mal so einen Anfang, einmal 21. Das geht nicht, das heißt, hier muss mindestens eine 9, dann eine 1 hier. Dann müsste ich hier eine 2 sein, das geht aber auch nicht, das heißt, es müsste eine 8 hier sein. Dann müsste hier 8, 16, 24, das geht auch nicht. 7, 14, 21, müsste hier eine 7 sein, hier müsste eine 3 sein. Hier müsste eine 6 sein. So, die nächste. Machen wir mal 3 und 5. 3 mal 6, 12, 18. Nein, 3 mal 5, 10, 15. Okay, hier kann keine 3 sein. Hier müsste dann eine 4 sein. 4, 8, 12, 16. 4 plus 4 und dann 4 durch 4. 4 minus 4. So, machen wir mal 5 und dann 1 plus 1. Das geht nicht. Da müsste ich hier eine 4 und dann eine 2 sein. Das geht aber auch nicht. Das heißt eine 3 und dann eine 3. Damit habe ich die Felder voll. Und hier müsste dann auch eine 3 sein. Und ja, hier müsste dann eine andere Zahl sein. Eine 6. Die Aufgaben sind noch nicht mal so schwer. Bis jetzt. Machen wir hier mal eine 3. Und dann hier eine 10. Dann würde das gehen. 7, 14, 3. 7, 14, 21. Das würde nicht gehen. Vielleicht mit einer 4. Mache jetzt hier erstmal. Ach. Nee, eine 4 würde auch nicht gehen. Da müsste, wenn dann eine 5 und eine 4. 15, 15, 20. Das würde es ja wohl gehen, eine 4. Aber da müsste ich hier minus 2, 8 hin. Und hier müsste eine 3 hin. 4 plus 3 ist aber 7 und nicht 9. Das heißt, das geht schon mal nicht auf. Das heißt, hier mache ich die 4 und hier mache ich die 5 hin. Und dann müsste es hier 8 sein. Das würde aber auch nicht aufgehen. Also 4, nein, warte. Anfängerfehler, es geht auf. Hä? Warte mal. 9 minus 3. So, oh, rechne viel. Ja, da schlamper ich ein bisschen. Ich mache hier mal eine 5 hin, dann minus 0. Das geht aber nicht. Also diese geteilt durch 5, ja. 10 geteilt durch 5 sind 2 minus 1. Dann würde hier minus 0 reinkommen. Und dann wird hier eine 5 reinkommen. Und das würde auch nicht gehen. Dann kommt hier eine minus 2. Kommt hier dafür minus 5. 5 minus 5 plus 16. Das geht auch nicht. 20 durch 5 ist 3. Und dann minus 10. Und dann, müsste hier eine 7 rein. Was hier rein müsste, das wäre 5. Und es würde auch nicht gehen. Das heißt 25. Dann müsste hier eine 4 rein. Dann müsste ich hier 15 rein. Dann müsste hier nach wie vor eine 5 rein. Und dann müsste hier eine 6 rein. Das würde gehen. So, oh, jetzt ist es kompliziert.
5 von 10 erstmal. Oder 10 und 5. Okay. Zehn minus 6. So, dann müsste ich hier was muss ich hier alles rein? Ich würde erstmal hier anfangen. 11 minus 5 plus 6 plus 4. Da müsste ich hier eine 8 rein. 6 mal 8. Oh, warte mal. Das würde so, glaube ich, aufgehen. 6 mal 8. Das sind 48 minus 28. Ja, ich habe zu wenig Zeit, deswegen. Ja, wir überspringen diese Aufgabe. Weil, das hätten wir eh nicht geschafft in der Zeit. Okay, Matrizen. Welche Figur passt? Also, das ist jetzt nicht sehr logisch für mich, um ehrlich zu sein. Doch, da müsste. Ich will jetzt erstmal die Beispiele anschauen. Also, hier ist auf jeden Fall ein Muster. Schwarz, da ist halt nur. Das drehen wir. Einfach mal nach. Keine Ahnung. Drehen es einfach. Dann müsste hier. Eins schwarz sein. Das war das hier. Glaube ich. Warte mal. Egal, wir starten jetzt erstmal. Okay, das ist ja eigentlich ziemlich. Okay, wir brauchen einfach nur das Gegenstück von dem hier. Das ist natürlich das hier. So, das ist auch ziemlich logisch hier eigentlich. Brauchen hier diese Zeichen. Und es muss auch diese Richtung zeigen. Heißt, das hier. Ja. Na, nee. Gut, Aufgabe 2 verkackt. Das ist aber nicht schlimm. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier 4 und 3. So. Okay. Das ist jetzt ein bisschen anders. Plus 1, plus 3, plus 6. Obwohl, warte mal. Hier kam ein Eck zu. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kam auch ein Eck zu. Da muss es, kann es eigentlich nur das sein. Warte mal. Das habe ich komplett übersehen. Ganz ehrlich, das habe ich komplett übersehen. Ja gut. Schlamper. Also hier wird einfach nur addiert. Ja, tolle Freundschaftsanfrage. Ich benutze kein Facebook mehr. Also, es muss eigentlich das sein. Genau. So, das ist jetzt etwas komplizierter. 210, 210, 21. Das wissen wir schon mal. Das heißt, das oder das. Hoch, links, hoch, hoch, links. Ne, links, hoch, links, das heißt entweder das, das, das oder das. Okay, schwarz, weiß, 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 weiß,
Schwarz und dann müsste es weiß sein, okay. Das ist auszuschließen. Es muss auf jeden Fall das, das oder. Ja, es muss das oder das sein. Jetzt die Frage. Es muss das sein. Okay. So. Das ist jetzt etwas kompliziert. Obwohl, nee, ist es nicht. Das wird addiert und das ist das Ergebnis. Das wird addiert und das ist das Ergebnis. Und das wird addiert und unten nach unten zeigen. Das so zeigen, das so zeigen, das so zeigen. Das ist das Ergebnis. So. Ja, das sieht jetzt nicht so simpel aus wie die anderen. 5-4, 4-5-4, 5-4-5, also muss es hier 5-4-5 sein. Da immer der gleiche Hintergrund ist, muss hier auch der gleiche Hintergrund sein. Nur, das ändert sich. Okay. Das heißt, beim nächsten ist es weiß, schwarzer Hintergrund. Das heißt, einfach. Okay, das zeigt nach unten, das zeigt nach oben. Das zeigt nach dort. Dann gehe ich mal davon aus, dass das hier wieder das Gegenteil ist. Das heißt, es zeigt nach dort. Das heißt, entweder das oder das. Oben ist es weiß. Deswegen muss es eigentlich das sein. Ja, auch simpel. Das zeigt eigentlich. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es nach oben zeigen muss. Es muss weiß sein, dass es nach oben zeigt. Also entweder das oder das. Jetzt die Frage, was ist der Unterschied? Kästchen oder wie? Also nein. Okay, dann ist das das Richtige. Ja, ne. So, es muss wieder hier weiß sein. Ein Stern muss auch weiß sein. Das heißt, das ist richtig. Oh. Ja, jetzt komme ich ins Schwitzen. 2-1-1. 1-2-2. Keine Ahnung. 2 schwarz, 1 schwarz, 1 schwarz. Okay, hier habe ich echt keine Ahnung. Ich gucke am besten erstmal. Ah, warte. Also das Schwarze war das so irgendwie. Nein! Oh mein Gott. Also das war immer 2. So, hier auch wahrscheinlich. Hier war aber das 2. Das heißt, das Schwarz muss dort sein. Es kann entweder nur das oder das. Nein, es muss das richtig sein. Oh. Ich sehe ja schon richtige Details. Okay, entweder das oder das ist richtig. Uff. Was ist denn hier die Reihenfolge? Schwarz, schwarz, das, das. Gehe ich mal davon aus, dass da auf jeden Fall das da richtig ist. Okay, das 14. Das sieht jetzt nicht so schwer aus, aber Scheine trügen sich. Zwar Mitte, das. Da, aber da ist nicht Mitte. Also das ist wahrscheinlich einfach nur, das muss man nicht beachten. Auf jeden Fall. Die zeigen gegenüber, das ist auch gegenteilig. Das Gegenteil ist, und was hat es damit auf sich? Ich muss auf diese untere Reihe achten. Ich muss auf jeden Fall
eine starke Linie sein. Das heißt, das kann man ausschließen. Es muss ein weißer Ball sein, das heißt, das kann man ausschließen. Jetzt ist die Frage. Ich denke mal. Da es hier so zeigt, denke ich, dass eh richtig ist. Okay, jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Okay, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung. Okay, das ist jetzt wirklich mein Limit an Schlauheit. Ich kann mir wenigstens vorstellen, dass das hier richtig ist. Fast. Sogar fast richtig erraten. So, Zahlen rein. Gut, das ist nicht so schwer zu erklären. 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9. So, hier wird einfach. Ja, das ist leicht zu erklären. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, dann minus 8. Plus 3, plus 3, nee, plus 3, plus 4, plus 4, plus 5, plus 5, plus 6. Plus 6. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, hier. Plus 2, plus 3, plus 4. Nee, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3. Nein, plus 2, plus 3, plus 2, plus 4, plus 2, plus 5, plus 2. Okay, durch 2. Plus 2 minus 4 mal 5 durch 2 minus 4 mal 5 durch 2. Genau. Plus 5 plus 1 durch 4 plus 5 plus 1 durch 4 plus 5. Ja gut, das ist eher leicht zu erklären. Mal 2, mal. Nee. Mal 2 plus 4, mal 2 plus 4, mal 2 plus 4, mal 2. Plus 2 mal 3 plus minus 5, plus 2 mal 3 minus 5, plus 2. Durch 2 mal 3, 8, 8, 16, 24, plus 2, durch 2 mal 3, minus 4, durch 2 mal 3, minus 4, durch 2, mal 2, mal 2 mal 3, plus 3, durch 3 mal plus 3 mal mal 3, okay, mal 3 mal, nee, mal 2 mal 3 durch mal plus 3 durch 3 plus 3 mal 3 plus 3, ja. okay. Mal 2 plus 1. Minus 1. Mal 2 plus. Nee. Mal 2 plus 2. Minus 1. Mal 2 plus 3. Nee.
Nee, mal 3 minus 1 mal 3 minus 1 mal 3 minus 1 mal 3. 14, 14, 28, 28, 42. Ich habe zu kompliziert gedacht. Plus 1 mal 3 plus 3 durch 2 plus 1 mal 3 mal 3 plus 3 minus 2 minus 2 minus 3. Warte mal, minus 2, ja, minus 3, ja, plus 4, minus 5, minus 6, plus 7, minus 8, plus 2, minus 3, nee, 4, 3, 8, 8, okay, keine Ahnung. 4, 6, 3, 6, 8, 5, 8. Oh Gott, das ist jetzt etwas komplizierter. Plus 2 minus 3 plus 3 minus 4. Nee, plus 2 minus 3 plus 3 minus 2. Nee, plus 2 minus 3 plus 3. Plus 2 minus 3 plus 3 minus 4 plus 2. Okay, das ist jetzt. Okay, hier gibt's auf jeden Fall 1 mal 2. Okay, mal 4 plus 4 plus 5 mal 2 plus plus 7 mal 2 plus 8, keine Ahnung, ich versuch's einfach mal, plus 8, das heißt 74, ich wollte mich gerade verarschen, Mann. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, die sind jetzt viel zu kompliziert. Deswegen werde ich jetzt einfach mal weiter drücken. Okay, darin bin ich ziemlich gut, finde ich. Alle Hasen sind Säugetiere, kein Säugetier isst gern Möhren. Das heißt, kein Hase isst gern Möhren. Alle Gelbkugeln haben eine glatte Oberfläche. Keine große Kugel hat eine glatte Oberfläche. Das heißt, keine große Kugel ist gelb. Ganz einfach. Alle Halsketten sind aus Messing. Einige Halsketten sind wertvolle Schmuckstücke. Ja, das stimmt. Also Schauspieler sind reich, einige Bettler sind Schauspieler. Das heißt, einige Bettler sind reich. Kein Buchhalter hat blaue Augen, einige Kölner sind Buchhaltler. Einige Kölner sind Buchhaltler. Also einige Kölner haben keine blauen Augen. Alle Kinder gehen zur Schule, einige Mädchen gehen nicht zur Schule. Das heißt, einige Mädchen sind keine Kinder. Alle Kinder zur Schule gehen. Einige Engländer sind nicht reich, einige Schriftsteller sind nicht reich.
Da ist nichts korrekt. Kein rotes Zeichen ist ein Buchstabe, kein Buchstabe ist eine Zahl. Da ist auch nichts korrekt. Kein Tier mit Stacheln ist furchtlos, furchtlose Tiere sind Igel. Kein Tier mit Stacheln ist furchtlos. Einige furchtlose Tiere. Einige Igel haben. Nein, da müsste es heißen, einige haben keine Stacheln. Alle Psychologen sind sonderbar, einige Professoren sind sonderbar. Das stimmt auch nicht. Alle Mäuse sind Kugeln, einige Kugeln sind keine Fußbälle. Das heißt, alle Mobile sind Kugeln, einige Kugeln sind keine Fußball. Nein, das stimmt auch nichts. Kein grüner Würfel ist groß, alle grünen Würfel sind Holzspielzeuge. Kein Holzspielzeug ist groß. Hä? Warum einige? Ach so, ja, ich bin dumm. Nur weil alle grünen Würfel Holzspielzeuge sind, das heißt nicht gleich, dass alle Holzspielzeuge grüne Würfel sind. Ja. Einige Bären essen gerne Zahnpasta. Einige Bären sind Braunbären. Das heißt, einige Braunbären essen gerne Zahnpasta, weil die sind ja auch Bären. Oh. Einige Brettspiele kann man nicht zu zweit spielen. Einige Würfelspiele sind Brettspiele. Einige Würfelspiele sind Brettspiele. Und Brettspiele kann man ein paar Brettspiele. Einige Würfelspiele kann man nicht zu zweit spielen. Achso, nein. Oh. Ja, Anfängerfehler. Alle Entdecker sind Wissenschaftler, kein Wissenschaftler ist ein Mensch. Ja. Ja, wieder gleicher Fehler. Komm. Komm. Wegen ein paar Fehlern. Wegen ein paar Schlamperfehler. Kann doch nicht ernst gemeint sein. Herausfordern? Hä? Was ist das? Sie wurden herausgefordert. Lösen Sie mehr Aufgaben als X für einen großen IQ-Test. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. 114. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Detaillierte Auswertung. Analogie überdurchschnittlich. Muster krumm, eher durchschnittlich. Gleichungen durchschnittlich. Matrizen überdurchschnittlich. Zeilenreihen durchschnittlich. Logische Schlussfolgerung überdurchschnittlich. Okay, schon etwas zufrieden, aber na gut. Da würde ich schon lieber einen echten IQ-Test machen, als dieser Website zu trauen. Weil diese Website basiert ja auch eigentlich nur auf die Leute, die diese Website auch benutzen, soweit ich weiß. Also der IQ basiert auf dem Durchschnitt 100, also keine Ahnung. Da, Vergleichsgruppe, genau das meinte ich.
Da. Und der Normwert ist 100 und darauf wird dann geguckt, ja, 100 ist der Durchschnitt. Und dann wird geguckt, wie viele Fragen der Durchschnitt wie gut beantwortet haben. Und dadurch wird der IQ hier berechnet. Somit kann man diesen IQ-Wert nicht wirklich trauen. Also von daher. Ja. Und wie man sehen könnt, nur 557. Das ist auch ziemlich lächerlich. Das heißt, dieser Wert ist jetzt nicht unbedingt richtig. Aber schon in der Richtung. Ja.